Mentaltraining von Filippo Larizza. Als erstes schließe ich meine Augen und beginne meinen Körper zu entspannen. Nach und nach werde ich vollkommen bewegungslos. Die einzige Bewegung, die ich noch wahrnehme, entsteht durch meine Atmung. Ich beobachte meinen Atem, ohne diesen zu verändern. Während mein Körper bewegungslos ist, lasse ich mich langsam und behutsam in mich hineinsinken. Alles um mich herum interessiert mich nicht mehr. Alles ist weit, weit weg. Ich lasse die Außenwelt los und sinke in mich hinein. Nun beginne ich, mir die Farbe Rot vorzustellen. Vor meinem Auge entwickelt sich die Farbe Rot immer stärker. Wenn sich die Farbe Rot ganz eingestellt hat, gehe ich langsam zu Blau über. Vor meinem Auge entwickelt sich die Farbe Blau immer stärker. Wenn sich die Farbe Blau ganz eingestellt hat, gehe ich langsam zu Grün. Vor meinem inneren Auge entwickelt sich die Farbe Grün immer stärker. Alles wird grün. Lasse mein Bewusstsein ganz weit werden. Ich ermögliche meinem Bewusstsein, sich immer weiter auszudehnen. Ich nehme meine Umgebung, in der ich mich befinde, bewusst wahr. Ich nehme diese Umgebung in mein auf und spüre eine wohltuende Atmosphäre. Ich kann mein Herz öffnen. Und ich fühle mich im Einklang mit mir selbst.
fühle mich verbunden mit der Sportart, die ich ausübe. Ich spüre die Wärme und die Energie, die in meinen Körper strömt. Je mehr Energie ich fließen lasse, desto mehr Energie fließt in mich ein. Ich spüre, dass es meine Energie ist, die mich umhüllt und durchströmt. Ich öffne meinen Körper noch weiter und lasse die Energie durch mich fließen. Nun stelle ich mir meinen erwünschten Endzustand vor, mein Ziel. Ich denke und handle aufbauend. Ich bin energiegeladen und voller Zuversicht. Ich bin ein bejahender, aufbauender und erfolgreicher Mensch. Ich bin selbstbewusst und habe mich gut unter Kontrolle. Mit der Kraft meiner positiven Gedanken meistere ich jede Situation. Ich glaube an meinen Erfolg, weil ich weiß, dass ich in jeder Situation richtig handle. In dieser bewussten Einheit erkenne ich, dass ich von nun an mit Zuversicht siegen kann. Ich lebe in der Sicherheit meines Willens und in der Geborgenheit meiner Sportart. Mein Training macht Freude und führt zum Erfolg. Ich trainiere mit Disziplin und Ausdauer. Ich weiß, dass ich gut vorbereitet und sehr stark bin. In schwierigen Situationen erkenne ich das Positive und aktiviere so alle meine Kräfte. Ich bin stark und erfolgreich. Ich schaffe es. Ich erwarte den Wettkampf voller Zuversicht und Freude. Heute ist ein erfolgreicher Tag. Heute ist mein Tag. Ich spüre während des ganzen Kampfs dieses Hochgefühl, welches mir Sicherheit und Selbstvertrauen gibt und eine totale Konzentration auf den Wettkampf ermöglicht. Ich
fühle mich stark und sicher. Das gibt mir ein optimales Selbstvertrauen. Ich beherrsche meine Technik. Ich bin stark, kraftvoll, schnell und bereit zu siegen. Ich lasse meine Energie frei und setze meine Technik optimal um. Ich bin mir über meinen Sieg sicher. Ich setze meine körperliche und mentale Kraft bewusst und optimal ein. Ich bin durch meine Stärke dem Gegner überlegen. Ich bin überzeugt, dass ich es schaffe. Ich beherrsche meinen Körper. Ich spüre noch einen Moment in diesem Zustand. Mein Ziel ist nun fest in meinen Gedanken verankert. Langsam komme ich wieder sanft in diesem Raum zurück. Wenn ich bereit bin, öffne ich meine Augen und bin wieder ganz bewusst im Hier und Jetzt.